An Herrn Büchner, Sie hatten jetzt mehr oder weniger die komplette Aufkündigung der Arktis- und Polarforschung mit Russland genannt, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Da würde mich nur interessieren, es gibt ja im Weltraum, auch Stichwort ISS, eine relativ ungestörte weitere Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation. Da würde mich nur interessieren, was aus Sicht der Bundesregierung der Unterschied ist zwischen weitere Zusammenarbeit im Bereich Weltraumforschung, auch Transport von Astronauten etc. und kompletter Abbruch der Beziehungen, was Polarforschung angeht. Ein interessanter Sprung von der Arktis in den Weltraum, ja. Den würde ich jetzt, hätte ich jetzt nicht so genommen. Also ich vielleicht möchten Sie ja das kurz machen. Selbstverständlich mache ich mir auch in dem Fall Ihre Bewertung dessen, was ich gesagt habe, nicht zu eigen. Ich habe hier gar nichts aufgekündigt, sondern ich habe erklärt, dass es vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs eine neue geopolitische Lage gibt. Und ansonsten verweise ich auf das, was ich gesagt habe. Ganz kurze Verständnisfrage. Ja, zum Beispiel im Alfred-Wegener-Institut in Potsdam war lange Zeit Russisch die Arbeitssprache wegen der Zentralität der russischen Arktis für die deutsche Polarforschung. Da würde mich interessieren, hat denn vor dieser Entscheidung der Kanzler Rücksprache gehalten mit den entsprechenden wissenschaftlichen Institutionen, was die Auswirkungen einer solchen Aufkündigung für die deutsche Polarforschung bedeuten? Ich habe hier nichts zu ergänzen. Gut, dann können wir das Thema, glaube ich, verlassen. Dann habe ich noch die